Mahasvastikasana, die große Stellung des Wohlwollens, ist eine Variation von Svastikasana. Annika macht gerade Laghu-Svastikasana, sodass du den Unterschied siehst zwischen Mahasvastikasana und Laghu-Svastikasana. Für Mahasvastikasana gibst du einen Fuß zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, der Vorderfuß, einschließlich des Fußballen, ist in der Kniekehle. Dann ziehst du den anderen Fuß hoch, sodass der Fuß oberhalb von Oberschenkel und Unterschenkel ist. Das ist also Mahasvastikasana. Man könnte auch sagen, die Grundstellung von Svastikasana. Und Annika zeigt gerade, wie Laghu-Svastikasana aussieht, was manche auch als den Laghu-Padmasana bezeichnen, den kleinen Lotussitz.